Die Ergebnisse der Klausur des Bündnisliste Burgenland präsentierte Landtagsabgeordneter Bürgermeister Manfred Kölle gemeinsam mit Diplom-Ingenieur Dr. Herbert Schütz und Diplom-Ingenieur Andreas Kuchelbacher bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Es war die Rede von vielen Persönlichkeiten, die Liste Burgenland unterstützen werden. Ebenso wurde das Thema Mindestlohn 1700 Euro netto im Landesdienst angesprochen. Die Kandidatenliste für die Landtagswahl im Jänner 2020 steht noch nicht fest, ausgenommen Manfred Kölle, der Spitzenkandidat ist. Ja, darf recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Da wir keine Partei sind, sondern ein Verein, haben wir das alles ein bisschen anders gestaltet wie die herkömmlichen Parteien und waren am Samstag in Deutschkreuz bei einer Klausur, einer erfolgreichen Klausur, wie ich meine, und mit vielen Themenschwerpunkten und auch mit vielen prominenten Leuten, die sich zu uns gesellt haben auf Einladung seitens Bündnisliste Burgenland, um hier mitzutun. Und das war sehr erfolgreich. Wir haben Themen besprochen, wir haben vieles ausgearbeitet, denn im Jänner am 26. steht ja fest, mit welcher Stärke das Bündnisliste Burgenland in den Landtag einziehen wird. Wir sind alle guter Dinge, weil wir der Meinung sind, wir müssen für die Menschen in diesem Land arbeiten und nicht für Parteien. Und wie man sieht in den Parteienlandschaften, wo sie da eigentlich überall anspielt, ist der Frust natürlich sehr groß im Land. Und wir sind in der letzten Zeit ja sehr, sehr viel unterwegs gewesen, im Burgenland schon bei Firmenbesuchen und haben dort einige Punkte natürlich, die wir eh schon in der Vergangenheit auch aufgezeigt haben, auch wieder mitbekommen am Weg, dass sie seitens Bündnisliste Burgenland auch dementsprechend eingebracht und umgesetzt werden soll. Wir haben dort auch beschlossen, dass der Dr. Herbert Schütz, Koordinator des ganzen Wahlkampfes sein wird. Ich denke, da haben wir einen erfolgreichen, sehr gut positionierten Menschen, der was sich hier voll einsetzt und auch weiß, um was es geht. Ich glaube, das ist auch ein richtiges Signal in die richtige Richtung. Und das war eigentlich ein wertvoller Tag, ein arbeitsreicher Tag, wie ich schon erwähnt habe, wo viele Ideen neu eingeflossen sind, weil viele Persönlichkeiten neu dazugestoßen sind, das ich am Anfang schon erwähnt habe. Unser Ziel ist bereits bekannt, das heißt stärker werden in diesem Landtag mit zwei Mandaten auf alle Fälle und das dritte ist nach den letzten Wahlerfolgen gewisser Parteien, unter Anführungszeichen, ganz klar, wo die Richtung hingeht. Wir vertreten die Menschen in einem Land und nicht eine Partei und diese Leute, die tatsächlich da im Land vertreten sind, schauen eigentlich nur auf ihre Sitze, auf ihre Sesseln. Interessant ist ja auch die Sache, was jetzt die 1700 Euro anbelangt, was hinterfragt wurde bei unseren Firmenbesuchen, wo sich ja vermehrt ein Aufstand auftut und dergleichen mehr und gratis Kindergarten und viele Dinge mehr, die versprochen werden, wobei das lauter ungedeckte Schecks sind und das ist genau der Punkt, wo viele Leute an uns herantreten und auch mitarbeiten wollen, um einiges in diesem Land klarzustellen und richtig zu stellen. Und daher bin ich recht dankbar, dass der Herbert Schütz das übernommen hat mit seinen Kollegen, mit meinem Freund Andi Kuchelbacher, der ihm zur Seite steht und den ganzen Wahlkampf eigentlich aufarbeitet und auch dementsprechend positiv zu Ende bringen wird. Sag einmal Dankeschön in dieser Richtung und übergebe in Herbert eigentlich gleich das Wort, der ja das Ganze dann auch abhandeln wird. Ja, grüß Gott. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bedanke mich recht herzlich für das Vertrauen von Manfred Kölli, dass wir gemeinsam hier den Wahlkampf organisieren werden und ich als Wahlkampfkoordinator inhaltlich entscheidende Arbeit leisten darf. Die Klausur am Samstag war extrem, extrem erfolgreich. Wir haben uns strategisch entsprechend positioniert und haben die wichtigsten Themen einmal auf den Tisch gelegt. Für mich als Unternehmer ist eben das Thema 1700 Euro Mindestlohn im Landesdienst eine absolute Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Burgenland und das werden wir auch entsprechend so nach außen transportieren. Wir sind als Liste Burgenland eine Bewegung, die eben für die Bürger primär da ist und nicht für die Parteien. Man sieht ja auch jetzt, da die SPÖ beschäftigt sich wieder selber mit internen Beraterverträgen,
das Max Lercher, die FPÖ hat lauter eigene Baustellen. Wichtig ist es für uns, die Themen für die Bürger auszuarbeiten. Ich glaube auch, wir haben uns sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie schaut denn inhaltlich diese Arbeit aus, aber ein wichtiger Punkt, den die Medien sicher nach außen auch entsprechend wissen wollen, ist, wer wird denn unser Spitzenkandidat werden. Wir haben uns dann intern länger darüber unterhalten, weil unser Fokus ist ja nach wie vor, sind die Themen und nicht die Personen. Aber in unserem Fall ist es ganz klar, dass der Bürgermeister Kölli der Spitzenkandidat sein wird. Wir haben uns alle einstimmig dafür ausgesprochen, weil der Manfred Kölli einfach das Gesicht der Liste Burgenland ist. Er hat das von Anfang an gestartet, gemeinsam mit Dr. Rauter, und die Liste Burgenland auch zum Erfolg geführt und ist für uns ein Zeichen, wie man erfolgreich, konsensorientiert, aber hart in der Sache, freundlich im Ton Politik macht. Daher ist da unser Spitzenkandidat Bürgermeister Manfred Kölli. Ja, danke Herbert. Zu anderen Themen muss man ganz klar sagen, auch die Autofahrer liegen uns am Herzen, wenn ich höre, dass man jetzt ausbaut, die S31 bis Weppersdorf und nicht weiter bis Oberbullendorf, ist das ein großes Anliegen, dass wir dementsprechend draufbleiben auf dieser Sache, weil wir immer gefordert haben, Ausbau bis Oberbullendorf. Zwischen Weppersdorf und Oberbullendorf passieren die meisten und schwersten Unfälle und die tödlichen Unfälle. Daher ist es auch ein richtiges Signal, dass wir draufbleiben, und das schaut ganz gut aus. Steht der Tropfen, hält den Stein, muss man dazu sagen, dass dort das dementsprechend ausgebaut wird. Wir verstehen unter anderem auch nicht, warum eine Abzocke der Autofahrer da sein muss. Es kann nicht so sein, man baut dann Millionen, fast eine Milliarde aus, hochrangige Straßen, und dann dürfen wir nur ein Hunderter fahren. Ja, wir verstehen das, wenn eine Ortschaft daneben ist, dann hat man vielleicht dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung einzuführen. Jedoch sind dort alle Schutzräume und alle Möglichkeiten schon Schallschutzwände gegeben, und daher sind uns die Autofahrer auch ganz, ganz wichtig, denn das Burgenland ist noch immer ein Pendlerland und müssen sehr viel mit den Autos fahren. Leider ist der öffentliche Verkehr bei Weitem nicht das, was immer gesagt wird, und es geschieht zu wenig, das wissen wir alle, nicht nur hier im Norden, sondern im Süden im Speziellen. Da gibt es ja Themen genug mit dem öffentlichen Ausbau der Schiene, und wir haben Firmen besucht, wo das Gleis vorbeigeht, jedoch stillgelegt wurde, sei es Firma Stipitz, der hat da sogar mitgegeben, man soll sich dafür einsetzen, es sei Fossen, egal wie auch immer, in dieser Richtung, da werden Lkw fuhren, gekarrt tagtäglich zigtausend Tonnen, und das muss man auch ins Auge fassen, hier entgegenzutreten und den öffentlichen Verkehr wieder zu motivieren und aufzubauen. Entscheidend wird auch sein, dass wir in allen Bezirken kandidieren, mit wirklich Top-Kandidaten, und wir sind der guter Dinge, dass wir auch in den Bezirken hervorragend abschneiden werden, denn alle Kandidaten haben ein Ziel, für die Menschen in diesem Land zu arbeiten, bessere Lebensqualität und auch für die Pendler und für die Familien was zu tun. Thema Familie liegt uns ganz groß am Herzen, wenn ich mir anschaue, was alles passiert, dass man Kinder jetzt schon in den Kindergarten schicken kann, von 7 in der Früh bis 19 Uhr in den Kindergarten. Wo bleibt das Familienleben, wo bleibt tatsächlich für die Kinder noch eine Zeit? Und das ist auch ein wichtiges Anliegen, dass man Familien absichert, dass die abgesichert werden, dass sie sozialversichert sind, dass sie ein Auskommen dementsprechend haben, wenn sie zu Hause bleiben wollen. Wir sagen das ganz bewusst, wenn sie wollen, weil sonst hören wir dann immer wieder nicht Frauen zurück an den Herd, aber wir wissen, dass Familien darunter leiden, und wenn man mir heute vorstellt, dass sogar am Samstag der Kindergarten nicht so offen sein, was eine Frage als mir als Bürgermeister gestellt wird, ob man nicht an einem Samstag sogar offen halten können, weil ich bin Kassierin beim Billa und muss auch Vormittag arbeiten, bin alleinerziehend, dann wird es so ausgeweitet werden, und das wird ein Riesenproblem noch werden. Irgendwann wird es heißen, sollen wir überhaupt noch Kinder kriegen, wenn man überhaupt die Problematik, dass sich das anschaut, und daher halten wir entgegen, Familie soll Familie sein, wer zu Hause bleiben will und Familie dementsprechend unterstützen will und aufbauen will und Kinder kriegen will, da soll der Staat auch dementsprechend einspringen und unterstützend unterwegs sein. Ansonsten kostet es ja das alles viel zu viel. Ja, das waren eigentlich Themen, die was wir andiskutiert haben. Es waren aber einige noch dazu, aber wir werden sie in dieser Richtung einsetzen, dass das Südburgenland tatsächlich noch immer hinterangestellt wird, ist aber Faktum.
der, was sich das schöne Südburgenland anschaut, was dort passiert, ist es eigentlich sehr, sehr traurig. Man hat immer gesprochen, man hat dort sehr viel Geld investiert, aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Ja, das war es im Großen und Ganzen jetzt zu unserer Klausur, wo wirklich Leute dabei waren. Wir werden dann sukzessive die Bezirke auch vorstellen, die Kandidaten, wo wir auf die Qualität schauen und nicht auf die Quantität, wie die Parteien eigentlich alle irgendwann aufsagen. Wir wollen als Liste Burgenland wirklich Qualität haben und oft ist weniger mehr, aber dadurch sind wir sicher gestärkt in den Bezirken mit Leuten, die sich wirklich engagieren wollen und zu keiner Partei dazugehen wollen. Und das will ich noch einmal unterstreichen, das haben die sage 90% gesagt, sie will mit Parteien nichts zu tun haben. Und vor allem, wir haben Leute aus allen Schichten, sage ich mal, dabei und nicht nur Beamte, wie es die Großparteien haben. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Leute, die was Unternehmer sind, Erfahrung haben, was Handwerker sind, was Beamte sind, ein kunterbunter Mix. Und nicht nur reine Beamte, wie es bei einer FPÖ ist. Nein, wir sind breit aufgestellt, Gott sei Dank, für alle Sparten, wo wirklich die das Leben. Das ist ja das, nicht nur Reden, sondern auch das ganze Leben.